eine Videoantwort für Taro Movies. Also, dann lasst uns mal brutzeln. Normalerweise mache ich ja mein Sonnenfeuer mit dieser Lupe, aber es ist heute so hochnebeligartig bewölkt, deswegen will ich was probieren. Machen wir jetzt mal. Ich habe die Bodenkanne genommen. Das wurmt mich jetzt aber doch, weil ich keine offene Flamme hingekriegt habe. Jetzt probiere ich es mal drinnen, also bei absoluter Windstille. Mal sehen, was sich da ergibt. Und zwar bei dem Brennglas ist der Standfuß so lang, dass der Brennpunkt genau auf Höhe des Standfußes ist. Jetzt tue ich das mal einfach durchs Fenster durch, gucken, was hier draus wird. Wenn ich es hier weglege, dann sieht man, dass innerhalb von kurzer Zeit das Brett angekokelt wird. Na, jetzt die Sonne wieder gerade ein bisschen weniger. Mal gucken. Also. Ja. Schön wär's. Jetzt wieder weg. Mal gucken, ob ich den Streichholz hinkrieg. So. Bei Bewölkung oder heiter bis bewölkt ist das schon eine sehr schwierige Angelegenheit. So, jetzt kommt's raus. Ja, der Streichholz fängt an zu schmoren. Offene Flamme. Also. Oh, da fängt es weiter an zu kokeln. Man sieht jetzt hier das Brett. Jetzt könnte hier quasi meinen Namen lasern. Ganz langsam. Langfahren. Oder irgendwas. Kann man es erkennen. Ich zoome mal ran. Okay. Also, alles Gute zu den nächsten weiteren 100. Das Wetter ist einfach zu wechselhaft. Ist bewölkt. So sieht es da draußen aus. Also dann, ciao.